whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute sind wir wieder beim Edward Dower und wieder bei einem Burgundy, aber bei der Burgundy Finish Flasche. Ja, den Arrow Burgundy Cask Matured habe ich bereits probiert. Ist, glaube ich, mittlerweile auch schon ziemlich ausverkauft oder auch noch nicht, weiß ich nicht. Jedenfalls war das ein Single Malt Whisky, der seine gesamte Reifezeit von 7 Jahren in einem, ja, Rotweinfass aus dem Burgund verbrachte. Und dieser hier ist nun ein nachgereifter, und da habe ich mal hier was über Nachreifung gedreht, der ja zuerst in einem anderen Fass, in diesem Fall in einem Hogshead lag, in einem Refill-Fass, dort relativ wenig Fassfracht mitbekommen hat, Aromen aus dem Fass mitbekommen hat, und deshalb wurde er zum Finishing nun in ein, ja, vermutlich ähnliches Burgundy-Fass zur Nachreifung gelegt. Es gibt von diesen Era Dower jede Menge verschiedener Nachreifungen. Habe ich hier viele, viele Videos. Port, Sherry, Sauternes, Masala, Madeira und was es alles gibt. Probiert. Und die fallen nun, ja, relativ intensiv aus, weil die Nachreifung halt in diesen frischen Weinfässern erfolgte. Auch reifen diese Whisky in Summe etwas länger als der reine Burgundy Matured reifte, denn der war 7 Jahre alt, sagte ich gerade schon. Und diese hier reiften nun ein Tick länger, meistens so zwischen 11 und 12 Jahren. Ja, passen Sie auf bei diesen Flaschen, das sind alles 0,5 Liter Flaschen, dafür sind sie aber in Fassstärke. Und mit Fassstärke und 0,5 Litern kommen sie ungefähr so weit wie mit einer normalen Flasche mit 0,7 Liter, wenn sie halt nun auf Trinkstärke reduzieren und nicht zu denen gehören, die sagen, volles Aroma, volle Dröhnung. Wow, das war wieder politisch unkorrekt. Hier schauen wir mal, nicht kühl gefiltert, nicht gefärbt, wundervolle Farbe. Hat also toll Farben übergenommen. Hier steht drauf, Jahrgang 2002, direkt aus dem Fass. Highland Single Malt Scotch Whisky, Burgundy Cask Finish, 11 Jahre. Erste Reifung, 26. März 2002 destilliert. 2. März 2011 umgefüllt, gereift in Hogsheads. Und hier die zweite Füllung ist ein Burgundy Hogshead, also ein kleines Burgundy Fass. Das wird in Frankreich jetzt immer öfter verwendet, die kleineren Fässer, weil man damit einen schnelleren Reifeerfolg bekommt und ja, die Genießer auch im Wein mittlerweile eine gewisse Eichennote sehen wollen. Und dann hat man am 20. Februar 2014 abgefüllt und es gab 418 Flaschen. Und das war nun 11 Jahre. Er hat nicht ganz gereicht für 12. Nun gut, 57,3 Volumenprozente, relativ heftig vom Alkoholgehalt. So, schauen wir. Geht gut auf. Die statische Elektrizität des Kunststoffs. Hier ist eine Bandrolle drum. Wundervolle Farbe. So, nun geht's mal los. Hui, ja, sehr intensiv. Der Alkohol spürbar, trägt die ganze Sache. Dazu eine Menge Frucht vom Wein und Eiche, kräftige, würzige Eiche. Sollen Sie sich ein bisschen an Alkohol gewöhnen und zusehen, was da so durchkommt. Beim Original Burgundy Matured hatte ich einen ganz zarten Rauch in der Nase. Den habe ich hier nicht. Ja, der Alkohol ist mir jetzt ein Tick weit zu stark. Da kann ich nicht so richtig viel drin wahrnehmen. Ja, ordentliche Schlierenbildung. Aber ich bin noch nicht so weit runter, dass er nun trübe würde.
aus der Kühlfilterung. Da habe ich mal hier ein Video über Kühlfilterung gedreht. Mehr Früchte, weicher. Alkohol geht ein Stück weit zurück. Und die Früchte sind nicht so dunkel. Aber weinig ist die Sache. Das meine ich auch, einen Hauch von Rauch zu spüren. Es wird etwas trockener, etwas zitrusfruchtiger. Weiterhin sehr, sehr aromatisch. Voll voluminös. Viel habe ich nicht verdünnt. 50% habe ich noch. Und kräftiger, voller Alkohol. Und jetzt kommt die Eiche hinterher. Wird die Sache etwas trockener. Geht es rüber. Schon ein bisschen in den Kakao. Ein bisschen, ja, jetzt wird sogar mehr Kaffee, Espresso. Jo. Ho. Zartbitterer werdend. Was diesem Burgundy Finish genauso zu eigen ist wie dem Bourbon Cask Matured. Der ist nicht so süß wie nur ein Sherry oder ein Portwein typischerweise ist, sondern der ähnelt jetzt mehr, ja, einem barrikgereiften Rotwein mit schweren eichernen Aromen. Und ich muss da jetzt wirklich nochmal 2 Volumenprozente runternehmen. Das war schon noch ganz schön heftig. So. So, nun kommt noch ein bisschen Vanille durch. Die war vorher überhaupt nicht zu spüren. Total zugedeckt vom Alkohol. Die Früchte werden leichter. Jetzt kommt auch ein bisschen Apfelbirne, Pfirsich. Und weniger jetzt die dunklen Früchte, die ein Sherry hätte. Nee, das ist etwas weiniger, etwas frischer. Jetzt schmeichelt er auch mild auf der Zunge. Und bringt die Eiche hinterher. Ja, die Eiche bleibt auch bei der Verdünnung stark. Da. Ja, heftig, wer Eiche möchte, mag. Zartbittere Noten. Kaffee, Kakao, bitterer Kakao. Der ist hier genau richtig. Wer meint, das wäre was Ähnliches wie ein Sherry Fass gereifter, nee, ist es nicht. Ich glaube, ich bin Ihnen noch die Fassnummer schuldig. Wollen wir hoffen, dass er da draufsteht, damit Sie wissen, was ich hier probiert habe. Das waren auf jeden Fall hier 418 Flaschen. Und er schreibt die Fassnummer nicht drauf, weil er müsste ja dann 2 Fassnummern draufschreiben. Von der ersten und von der zweiten Reifung. Jo. Wir werden uns in Zukunft mehr an diese Rotwein- oder überhaupt weingereiften Single Malt Whiskys gewöhnen müssen, weil Sherry- und Portweinfässer werden immer rarer. Ja, die Menschen lieben das. Und da geht man dann über zum Wein. Und wenn dieser Wein dann jetzt nicht ein Burgundy ist, sondern irgendein Süßwein oder so, dann kommt man schon mehr Richtung Sherry zu ähnlichen vergleichbaren Aromen. Schauen Sie uns im Shopsystem nach. An der Alkoholzahl hier 57,3 Volumenprozente und dem Jahrgang 2002 bis 2014 können Sie diese Flasche erkennen. Alles, was nachher kommt, wird ähnlich sein, aber nicht gleich. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.